Herr Professor Mürth, ich darf Sie daran erinnern, wir haben ausgemacht, wir wollen im nächsten Jahr einen Professor Mürth-Nachmittag machen, wo wir auf einiges noch näher eingehen können und vielleicht auch noch weiter ausführen können. Die Zeit läuft uns immer davon. Herzlichen Dank, darf ich sagen, dass Sie bei uns gewesen sind, bei diesem bunten Nachmittag und uns ein bisschen etwas sagen könnten, aber sehr Wichtiges, wie Ihre Vorstellungen sind und was Sie alles getan haben hier für den Stadtgarten Karlsruhe und für die Stadt Karlsruhe. Von meiner Seite herzlichen Dank und als kleinen Gruß einen badischen Tropfen natürlich. Doch dann ist man allein. Mit der Liebe spielt man nicht, sonst gibt es meistens Schmerzen. Und ich glaub, das kann doch nicht der Sinn der Liebe sein. Shake hands, shake hands, dein Herz liebt einen anderen. Shake hands, shake hands, drum gebe ich dich frei. Shake hands, shake hands, dein Herz muss weiter wandern. Shake hands, shake hands, auf Wiedersehen, goodbye. Auf Wiedersehen, goodbye. Auf Wiedersehen, goodbye. Und ich hatte mal eine junge Dame gekannt, die war ja Musiklehrerin und mit der Musik, kann man sagen, verheiratet, die Tochter eines Musikprofessors. Und die hat mir einmal gesagt in ihrer Sprache, wie sie einen jungen Mann kennengelernt hatte, als Tochter eines Musikprofessors. Adam hieß er. Am Anfang war er sehr beethöflich. Er brachte mir einen Strauß mit, lud mich ein zum Souper und schenkte mir einen Rubinstein. Am anderen Morgen nahm er mich beim Händel und führte mich mit List über einen Berg in die Heiden, wo er an einem Bach mozartlich wurde. Da er kein großer Zierer war, ließ er sich einfach nicht bramsen. Ich ging zum Gynäkologen und er sagte mir, dass ich einen Mendelssohn erwarte. Und heute weiß ich nicht, wo Hindemith. Ich sage Ihnen, wo Hindemith. Fröhliche Musikanten haben wir. Jean-Henri de la Porta begeistert Sie noch einmal. Mit Es war einmal eine Gitarre, mit roten Rosen, roten Lippen und rotem Wein. Wollen Sie noch mehr? Ja. Mein Herr, Sie haben recht. Sie wollen noch eine Dame dazu. Ja, die haben wir. Und zwar die Gina Engesser. Und die beiden, die singen dann das Lied von der weißen Rose. Und zum wirklichen Abschluss gibt es dann noch Aloha. Viel Spaß, gute Unterhaltung mit Jean-Marie de la Porta. Es war einmal eine Gitarre, die spielte ein fremder Mann. Und mit seinen schlauen Gesängen, da zog er die Menschen an. Der Fremde ging hinterher sammeln, er sammelte Küsse statt Geld. Das nahm die Gitarre ihm übel, sie fragte, mein Freundchen, wo bleibe denn ich? Der Fremde, der sagte, die anderen küss ich doch streicheln. Wo ich nur dich, di-dang-da-da-ding, di-dang-da-da-ding, da sprach die Gitarre zu sie. Die anderen küsst er, die soll er nur küssen, doch streicheln, wird er nur mich. Es war einmal eine Gitarre, die fing auch ein Mädchen ein.
das folgte dann immer dem Fremden und ließ ihn dann nie allein. Der Fremde, der küsste auch andere, er kam mit der einen nicht auf. Das nahm dieses Mädchen ihm übel, sie fragte, mein Freundchen, wo bleibe denn ich? Der Fremde, der sagte, die anderen küss ich doch streichen. Tu ich nur dich, die Dank-da-da-din, die Dank-da-da-din. Und das brach das Mädchen zu sehen. Die anderen küsst er, die soll er nur küssen, doch streichen. Wird er nur mich. Einmal eine Gitarre, aus Eifersucht klang sie nicht mehr. Sie dachte, ich würde ja klingen, wenn bloß dieses Mädchen nicht wäre. Der Fremde, der hörte sie weinen, und er sagte, das Mädchen kommt fort. Da hat die Gitarre vor Freude geklungen, sie sang ganz alleine für sich. Die anderen alle, die sollen nur küssen, doch streichen, wird er nur mich. Die Dank-da-da-din, die Dank-da-da-din, da sang die Gitarre für sie. Die anderen alle, die sollen nur küssen, doch streichen, wird er nur mich. Laden uns ein, laden uns ein. Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein. Laden uns ein, laden uns ein. Denn wenn die Sterne doppelt schön, wenn die Nacht herniederfällt, vergisst man die Welt. Doch wenn die Sonne singt und das Lied der Lieder klingt, ist schon bald die große Macht der Liebe erwacht. Die weißen Segel gesetzt, fahren wir jetzt, fahren wir jetzt. Sind die schlanken Boote so weit, sind sie zur Fahrt bereit. Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein. Und die Tage ins Blaue. Rote Lippen, roter Wein. Laden uns ein, laden uns ein. Denn wenn die Sterne stehen, ist Italien doppelt schön. Wenn die Nacht herniederfällt, vergisst man die Welt. Wenn die Sonne singt und das Lied der Lieder klingt, ist schon bald die große Macht der Liebe erwacht. La 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 la
dem ersten langen Kuss, da gab ich dir eine weiße Rose. Und sie weckte alle Seligkeit in mir, deine weiße Rose. Das Glück, das ging so schnell vorbei, vorbei, die Liebe für uns zwei. Das Glück, das ging so schnell vorbei, vorbei, die Liebe für uns zwei. Und im nächsten Jahr, da gab ein anderes Tier eine weiße Rose. Doch ich dachte nur an dich und sah von mir deine weiße Rose. Und keine wusste, wie es war, wie es war. Aber so war es früher. Man wurde verheiratet. Dann bist du mein Kind.
wieder mein. Rote Blüten fallen auf uns nieder und es wird tausendmal schöner sein. Ein Ohr, Heimat der Matrosen ist die See. Sehr verehrten Damen und Herren, 2 Stunden und ein bisschen mehr gingen schnell herum. Schön, dass Sie bei uns geblieben sind. Keiner ist nass geworden. Gell? Zum großen Ausklang mit Schlagersängern Tina Fox, mit dem Thomas Erbrecht, Mr. Black und Ursula und vielen anderen am kommenden Montag. Letzte lachende Seebühne, 15.30 Uhr, Ehrensache, dass Sie da sind. Heute Nachmittag hieß es, bitte? Ja, wenn es richtig regnet, Sie können ja anrufen dort beim Gartenbeamt. Richtig, das ist der beste Vorschlag. Ja, und heute Nachmittag hieß es fröhliche Musikanten. Wir hatten nur fröhliche Musikanten auf der Seebühne heute. Und sie ist von Geburt an blind, Ursula Emmerich Apel, aber eine Stimme wie ein Engel. Liebe Frau Emmerich, ein Blumenstrauß für Sie. Mit Blumen, die riechen auch. Ja, Frau Wettstein hat Sie begleitet. Die Dame am Klavier ist bereits weg, hat auch einen Blumenstrauß bekommen. Sie musste dringend weg. Dorothee Weiß-Schaal ist Ihre musikalische Begleiterin. Ja, und dann, meine Damen und Herren, ganz wichtig heute, dass wir diesen Besuch hatten. Die Dame, Sie wissen ja, wie alt sie ist, aber sieht wirklich gut aus. Die Markgräfin Magdalena Wilhelmina Ursula Hinz-Wagner. Susanne Hinz-Wagner. Susanne Hinz-Wagner. Den Namen werden Sie nicht vergessen, meine Damen und Herren. Wunderbar mit dem Kleid und mit Ihrem Vortrag. Ich würde mich doch freuen, wenn Sie alle am 23. September, das ist ein Mittwochnachmittag, 16 Uhr, nach Durlach auf den Maiplatz kommen würden. Da mache ich eine Führung. Und auch am Tag des offenen Denkmals bin ich um 14 Uhr in der evangelischen Kirche zu Durlach und habe anschließend auch eine Führung durch Durlach als Maigräfin. Da muss man dabei sein. Also der Name im wirklichen Leben, Susanne Hinz-Wagner. Vielen Dank. Und weitere Mitwirkende hatten wir allerdings bereits weg, die Erika Will von den Jungen Alten und der Professor Robert Würth. Dann, meine Damen und Herren, weit angereist, heute als Konzertsänger, als Schlagersänger. Er kann ja wirklich alles. Jean-Henri de la Porta. Applaus
Und ihr habt uns noch eine wirkliche Überraschung bereitet mit der wunderbaren Sängerin Gina Engesser. Ja, und dazu muss es natürlich Blumen geben. Und ich sage zu den beiden einfach nur Fantastico. Falsch, das ist ja das Orchester. Unser Duo Fantastico. Ja, und für Ton und Technik, meine Damen und Herren, zuständig der Rockshop, wie immer aus Karlsruhe, mit dem Tobias im Häuschen und dem Elias aus dem Häuschen. So, haben wir noch was vergessen? Alle vollzählig da? Sie kommt auch wieder nächstes Jahr, die Ursula? Dankeschön, ich freue mich sehr. Wir auch? Ja, und heute Abend Daumen drücken, Fußballspiel noch in Schottland, nicht vergessen. Und wir sehen uns zum Saisonausklang am kommenden Montag. Ich sage mit allen fröhlichen Musikanten, die hier sind, auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Das ist ja...